wenn ich an gestern Abend zurückdenke. Sieh! Mir scheint, ich habe meinen Revolver zu Hause vergessen. Soll ich ihn holen? Da habe ich ihn ja, Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. Also wir zwei, wir werden jetzt abbrechen. Wer sich meinem Glück in den Weg gestellt, wird niedergeschossen wie ein toller Hund. Sie kennen meine Frau. Hab nicht die Ehre. Ich wiederhole, Sie kennen meine Frau. Freilich, jetzt kenne ich sie. Ich habe keine Idee. Meine Frau liebt sie. Wie bitte? Sie liebt mich. Ja. Du gestehst es also. Alles, was sie nur wollen. Alles. Und Sie lieben meine Frau? Natürlich. Unbändig. Also doch. Ich dachte, ich mache Ihnen eine Freude damit. Verstehen Sie, sie sind mir im Wege. Sie müssen heiraten. Und ich weiß ein hübsches Mädchen für Sie. Ich bin ein armer Teufel. Es tut nichts. Ich schieße... Ich schieße Ihnen das Geld vor, welches Sie brauchen. So eine Schießerei lasse ich mir schon gefallen. Das freut ein Findi. Ich wusste, dass dieser liebenswürdige Jüngling mir sie heimlich anbetet. Oh, mein Herr, ich bin so überrascht. Ich noch wesentlich mehr. Jetzt reden Sie selber. Handküssen, ja, so dann. Keine Angst, das Fräulein Findi gestattet schon. Wer ist schon Fräulein Findi? Da steht sie. Ja. Da steht sie. Mein Herr, Sie werden begreifen, dass ein junges Mädchen, das so plötzlich von der Liebe eines Mannes erfährt, sich erst einmal Da sind Sie ja! Elender! Sie hier? Am Ende ist Ihre Tochter auch da. Wir haben einen Vorschlag sofort angenommen. Er wird heiraten. Wissen Sie denn nicht, dass Sie tot sind? Das hätten Sie mir etwas schonender beibringen können. Sie sind auf der Überfahrt nach Amerika ertrunken, von einem Tintenfisch verzehrt. Ein Tintenfisch? Ein besseres Meeresungeheuer bin ich Ihnen wohl nicht. Wie? Meine Tochter muss erfahren, dass Sie ein Meineidiger sind und dass Sie bereit sind zu heiraten. Mhm. Ich werde gleich der Linie Bescheid geben. Aber ich heiße doch Fini! Fini heißt sie! Also auf den Anfangsbuchstaben kommt es mir gerade nicht an, aber... Kein Aber. Ich kann auch rabiat werden. Ich weiß schon Bescheid. Ich werde erschossen wie ein toller Hund. Nein, mein Lieber. So einen ehrenvollen Tod sterben Sie bei mir nicht. Sie werden langsam vergiftet. Mit Vitriol. Vitriol! Sind lauter Verrückte. Sie, Herr Brandl? Ja. Auf Endwort. Sie wollen mich auch verheiraten? Ja. Auf eine mehr oder weniger kommt es mir gar nicht an. Ja, sie soll ihr Glück machen. Meine schönste Tochter, die Tine, weg mit ihm. Weigern Sie sich. So werde ich erschossen und in Vitriolsoße gelegt. Nein, Sie werden von mir verschieden. Wo ist so elegant, meine Tochter? Und wo ist jetzt der Mann, den Sie mir ausgesucht haben? Da, steht er. Papa, ich möchte endlich meinen Auserwählten kennenlernen. Gleich, mein Kind. Schau, der Herr Rosen hat einen für die Fini, die Verschwott einen für die Lini und ich für dich. Da steht er, dein Bräutigam. Was? Eine dreifache Verlobung.